Du solltest dich mit dem Bilde doch etwas mehr in Acht nehmen. Ach, Frau Majorin, ich tue es ja. Ich rühre ihn ja beinahe nicht an. Aber er sitzt immer so wackelig. Und ist mir auch immer, als ob er beinahe seine Ruhe nicht hätte. Ach, Friederike, red doch nicht solch dummes Zeug. Der, gerade der, als ob der seine Ruhe nicht hätte. Aber wo hast du nur wieder die Semmeln her? Die sehen ja aus wie erschrocken, viel erschrockener als du. Warum gehst du nicht zu dem jungen Karcho? Der ist doch ein richtiger Bäcker. Die sind aus den Kellergeschäften. Und mit den Kellerleuten darf man sich's nicht verderben. Der Briefträger. Eine Holz- und Torfanzeige. Das ist für dich. Sicher eine Rezension meiner Aquarellbilder. Von Leo. Lies du, Therese. Ein so guter Junge. Aber ich kriege immer einen Schreck. Immer will er was. Und nun ist eben erst Weihnachten gewesen und Neujahr und die Miete. Ach, Mutter, du ängstigst dich immer gleich so. Man sieht doch, dass du keine Soldatentochter bist. Nein, bin ich nicht. Sondern eine geborene Pütter. Tochter eines angesehenen Predigers. Und ist auch recht gut so. Wer sollte sonst das bisschen zusammenhalten? Wir. Ach, ihr. Aber nun lies, Therese. Mir schlägt ordentlich das Herz. Liebe Mama, Weihnachten war es nichts. Urlaub hätte mir das Regiment vielleicht gegeben, aber das Reisegeld. Und da unser Bruder Wendelin auch sagte, es geht nicht, Leo, so ging es nicht. Und ich habe unten bei Schlechter Meister Funke, meinem Wirte, wie ihr wisst, die Weihnachtsbescherung mit angesehen. In Bezug auf Verpflegung bleibt hier in der Garnisonsstadt nichts zu wünschen übrig. Nur der Geist darbt und das Herz darbt. Überhaupt scheint Darben mein Los. Ach, Mutter, warum bist du keine geborene Bankhaus-Bleichröder? Empörend. Wir haben schon Maman mit ihren ewigen Bartensteins und nun fängt Leo auch noch an. Dass wir Bartensteins haben, ist ganz gut. Lies lieber weiter. Indessen, das Jahr hat auch noch andere große Tage. Der größte aber ist der 4. Januar, wo meine gute Alte geboren wurde. Und ich werde gestiefelt und gespornt antreten, um meine Glückwünsche persönlich überbringen zu können. Nicht zu glauben. Weihnachten kein Geld und zwei Tage nach Neujahr, wo doch die vielen Rechnungen kommen, will er die teure Reise machen. Es wird sich wohl alles aufklären, Mama. Auch der Adel kommt wieder oben auf und ganz zu oberst der arme Adel. Das heißt also die Poggenpools. Denn, dass wir diesen in einer Art Vollendung oder, sag ich, Reinkultur darstellen, darüber kann kein Zweifel sein. Schon um 10 klopft es am 1. Januar, ich reiße mich aus meinem Morgentraum. Wer stand vor mir? Octavio? Nein, nicht Octavio. Wir wollen ihn heute lieber Wendelin nennen. Leo, sagte er, du hast Glück, Geldschiff angekommen. Für mich, frag ich, nein, für dich nicht. Das Militärwochenblatt hat mir das Honorar geschickt. Viel? Das Militärblatt schickt immer viel, antwortete er ruhig und legte 3 20-Mark-Scheine vor mich hin. Alles deine, Leo, aber nicht zum Verkneipen. Übermorgen reist du nach Berlin. Der gute Wendelin. Er schickt ihn dir, weil er weiß, dass er dein Liebling ist. Nach Kaisers Geburtstag kommt Mamas Geburtstag. Das ist Poggenpoolscher Katechismus. Dein glücklicher, verdrehter, wohlaffektierter Leo der Erste.
Ja, kommen wird er ja wohl gerade mit dem Geld. Doch den dritten Tag muss er wieder zurück. Und dafür müssen wir aufkommen. Sprich doch nicht immer davon. Ja, Therese. Du meinst immer, ein Livreediener wird dir eine Kassette bringen mit der Aufschrift dem tapferen Hause Poggenpudel. Aber das sind alles Märchengeschichten. Und der Mann am Schalter, Danke. Der die Fahrkarten verkauft, ist eine unerbittliche Wirklichkeit. Ach, Mama, damit musst du dir die Vorfreude nicht verderben. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und wenn sie nicht geschehen, so lasse ich mir auf meine letzten Bilder einen Vorschuss geben. Und wenn auch das nicht geht, so... Nun, so haben wir noch die wertvolle Zuckerdose zu verkaufen. Ja, die soll jedes Mal aushelfen, aber mit einem Mal ist sie doch weg. Und dann schenken Baden, stellen sie uns eine neue. Ich bin nur traurig. Wenn Leo kaum angekommen ist, muss ich auf die Polterabendprobe zu Bartensteins. Aber am Ende könnte ich ihn mitnehmen. Ich habe schon lange meine Gedanken darüber und möchte mich verwetten, dass Flora sich aufrichtig freuen würde. Du vergisst immer, dass er das Königsrock trägt. Ach, Therese. Das ist ja kleinlich und altmodisch und ganz überholt. Unser Kronprinz ist Kronprinz und trägt auch das Königsrock. Und wenn er noch nicht bei Bartensteins war, so war er doch woanders. Nun, wir werden ja sehen. Friederike? Tag, Schwesterlein. Therese? Tag, meine gute Alte. Na, Kinder, da wäre ich mal wieder. Wie findet ihr mich? Wundervoll. Dankeschön, sowas tut immer wohl. Wenn es auch nicht wahr ist. Seit 7 Stunden nichts als eine Sardellensemmel. Ich denke, du trinkst erst eine Tasse Kaffee und dann einen Imbiss. Sehr gut, mein Name, sehr gut. Nur die Reihenfolge lässt sich vielleicht ändern. Erst Imbiss, dann Kaffee. Was habt ihr? Eine Ente. Kapital. Aber sie hängt noch oben am Bodenfenster und ist auch noch alles dran und drin. Also eine Sache von 2 Stunden. Etwas lange. Wir nehmen die Leber heraus und in einer Viertelstunde hast du sie gebraten auf dem Teller. Willst du sie mit Äpfeln oder mit Zwiebeln? Mit beidem. Nur nichts ablehnen, wenn es der Anstand nicht absolut erfordert. Aber nun sage mir, liebe Alte, wie geht es dir eigentlich? Immer noch Schmerzen? Ja, Leo, jede Nacht. Weiß der Himmel, dass die Doktors auch gar nichts können. Sie hier meinen Zeigefinger neulich umgeknickt. Vielleicht muss ich den Abschied nehmen. Die Poggenpools nehmen nicht den Abschied. Dann kriegen sie ihn. Sie kriegen ihn auch nicht. Da ist Major Balthasar von Poggenpool, der Hochkircher genannt. Er verteidigte den Friedhof von Hochkirch gegen die Österreicher, bis er selbst unter den Toten lag. Und Rittmeister Poggenpool, genannt der Sorsche. Er sprengte 1813 bei Großgörschen ein Karree und hat dafür den Pour le Mérite erhalten. Und Papa, Major von Poggenpool, ehrenvoll an der Spitze seines Bataillons 1870 bei Gravelotte gefallen. Sie sind unvergessen. Der Kaiser weiß, was er an uns hat. Ja, Therese, was hat er denn an uns? Er hat unsere Gesinnung und die Gewissheit der Treue bis auf den letzten Blutstropfen. Nun, ja, ja, das hat er. Apropos, ist er noch Rummelplatz? Ja. Ich glaube, er ist noch oder wenigstens ein bisschen. Na, ein paar Buden werden ja noch stehen und dort müssen wir hin. Und danach gehen wir zu Helms und trinken Grog oder Schokolade mit Sahne. Und dann in die Reichshalle. Oh, das ist ein glücklicher Einfall. Nicht wahr, Sophie? Du bist so still, sprich doch auch. Für Therese wird es wohl nicht passen. Sie wird die Reichshalle nicht vornehm genug finden. Wir können doch unterwegs genug reden. Vorausgesetzt, dass sich unterwegs überhaupt ein Gespräch führen lässt. Man muss jetzt immer sehr aufpassen. Es ist abends sehr neblig. Überhaupt, Berliner Luft. Ach, rede doch nicht sowas, Sophie. Berlin hat die feinste Luft von der Welt. Also, wir haben natürlich die allerreinste Luft in unserer Garnison. Keine Frage. Und doch sage ich euch,
Immer stickig, immer eng, immer klein. Wenn der Oberst niest, hört es der Posten vom Gewehr und präsentiert. Freut mich. Wenn ich das bisschen schön wäre, die paar Judenmädchen. Aber Leo. Oder die paar Christenmädchen, bloß die Jüdin sind hübsch. Ihr müsst aber doch geistige Beschäftigung haben. Ich bewahre, dazu ist keine Zeit. Ich überschlage nur dann und wann meine Schulden und rechne, wie ich wohl rauskomme. Gott, Leo. Gewiss bist du bloß deshalb gekommen. Ist es denn wieder viel? Viel, Mutter. Es ist nie viel. Aber keiner, der einem hilft. Keine Seele. Wenn ich da an die anderen denke, jeder hat einen Onkel oder... Oh, Leo, den haben wir auch. Und Onkel Eberhard ist ein Ehrenmann. Zugestanden, Onkel Eberhard. Aber so gut er ist, er legitimiert sich nicht als Onkel. Oder wenigstens nicht genug. Und dann, wer keinen Onkel hat, der hat doch wenigstens eine Stiftsdame. Stiftsdamen sind das Allerfeinste. Die glauben alles. Jede Geschichte, die man ihnen vorerzählt. Leo, rede doch nicht so. Sie können doch nicht alles geben. Alles, sag ich. Denn was eine richtige Stiftsdame ist, die kann auch alles geben, weil sie selbst nichts braucht. Aber da kommt ja die Leber. Mmh, riecht köstlich, delikat. So, und nun wollen wir teilen. Mama, das Mittelstück, weil es das weichste ist. Therese, rechte Spitze, ich linke Spitze, Sophie, Manon. Leo, mach doch keine Komödie, du weißt ja doch, dass du das Ganze kriegst. Und mit der Verwandtschaft habe ich doch recht. Keine Stiftsdame, keine Muhme, keine Base, keine Tante, kaum eine Cousine. Wenigstens keine richtige. Man möchte rasend werden, sagt Mephisto irgendwo. Kennst du Mephisto, Mutter? Natürlich kenne ich ihn. Ihr Poggenpools denkt immer, ihr habt die Weisheit allein und alles wie durch Inspiration. Denn von der Schule habt ihr doch eigentlich gar nichts. Und Luca, du, Leo, wenn ich an deine Zensuren denke. Mit Wendelin war das was anderes. Aber warum? Weil er ins Püttersche schlägt. Mama, du bist schon die Beste, wenn wir dich nicht hätten. Und ich glaube auch beinahe, dass uns die Pütters über sind. Bloß, in einem sind sie uns völlig gleich. Sie haben auch nichts. Und das ist mein Schmerz. Ach, Mama. Nirgends Geld, nirgends Rückendeckung. Und dazu jung und ein Leutnant, eine ganz verdeibelte Geschichte. Ja. Und nun, denke ich, gehen wir. Du kommst doch mit, Mama. Nein, Leo. Eine Person mehr macht schon immer was aus und dann... Mein Mantel ist doch nicht mehr gut genug. Ach, das ist doch gleich. Und dann habe ich so leicht das Reisen, wenn ich Zug kriege. Zwei Schwestern ist auch genug. Und ich freue mich herzlich. Nur musst du es so einrichten, dass wir etwa um 9 bei Bartenstein sind. Ja, aber wozu? Ist da was los? Polterabendprobe. Seraphine Schwerina, eine Cousine von Flora, heiratet in 14 Tagen. Und da haben wir jetzt immer Proben. Ich spiele mit, sogar zweimal. Erst Quirlmädchen und dann Slowake mit Mausefallen. Ich soll reizend aussehen. Natürlich. Und Sophie hat ein Transparent gemalt und den Prolog gedichtet. Leutnant und nichts in den Taschen. Und dabei habe ich euch aufgefordert, mit zu Helm zu kommen und danach in die Reichshand. Er ist unverbesserlich. Erstens bist du unser Gast, der nichts als die Honneurs zu machen braucht. Und das Ritterliche wirst du wohl für uns übrig haben. Gott, Mädels, seid ihr gut und so aufgeklärt und begreift, dass es nicht anders sein kann. Und ich bleibe in eurer Liebe und Achtung. Also, das hoffe ich wenigstens, sonst würde ich es nicht annehmen. Komm schon. Ist dir schlecht, Mama? Nein, Leo, schlecht eigentlich nicht. Ich habe mich nur hingelegt, weil ich morgen doch ein bisschen bei Kräften sein will. Setz dich zu mir, dass ich dich vor mir habe. Denn du hast ein gutes, pockenpulsches Gesicht. Und wenn dann was kommt, was nicht stimmt, so kann ich es dir immer gleich ansehen. Ach, Mama, du denkst immer, ich mach Flausen. Aber es ist gar nicht so schlimm damit. Ich habe nicht mal Talent dazu. Ich übertreibe nur ein bisschen. Ist schon recht, aber...
Du bist so leichtsinnig. Und sieh, das ängstigt mich. Nicht, was so vielleicht durch Wunderwege geschehen kann, ist wichtig, sondern was nach Vernunft und Rechnung und Wahrscheinlichkeit geschehen muss. Ach, Mama, ich rechne ja immer zu. Ja, du rechnest immer zu, freilich, aber du rechnest nachher statt vorher. Immer bloß, wir sind ja die Poggenpools. Damit machen wir uns bloß bedrücklich. Und zuletzt sind wir Querulanten, was ich doch nicht erleben möchte. Davon sind wir weit ab, Mama. Oh, nicht so weit, wie du denkst. Onkel Eberhard, der ein sehr feiner und sehr gütiger Mann ist, wird allmählich auch reserviert und ungeduldig. Ja, der Onkel, der ewige Streitpunkt. Ich bitte dich, Mama, er tut aber doch auch wirklich zu wenig. Was er so auf dem Familienaltar opfert, steht in keinem rechten Verhältnis, weder zu seinen Einnahmen noch zu seinen Ermahnungen. Könnte sich kürzer fassen und mehr geben. Dass du nicht davon abzubringen bist und nicht wissen willst, wie es mit dem Onkel eigentlich liegt. Er hat die reiche Witwe geheiratet und wohnt in einem Schloss, ich sage dir. So gut sie ist, sie hält ihn trotzdem knapp. Und er hat nicht viel mehr als seine Generalspension, von der er noch alte Schulden bezahlen muss. Auch der also? Und ist doch General geworden. Und hat eine reiche Frau. Und da bleibt immer nur ein Taschengeld. Aber ein gutes. Und dann, Mama, von mir will ich ja am Ende nicht reden. Aber Wendelin, dieser Musterknabe, an dem müsste er doch wirklich seine Freude haben. Und sogar die Frau Tante. Da liegt doch die Knauserei ganz deutlich zutage. Spricht Wendelin ebenso? Nein. Der nicht. Wendelin. Der macht doch so seinen Weg. Aber auch für ihn ist es doch ein Unterschied. Es ist nun mal was anderes, ob man seinen Weg spielend macht oder in ewiger Askese. Die mit Askese haben meistens einen Knacks weg. Sie werden zwar berühmt, aber selbst wenn sie berühmt sind, wirken sie meistens wie kleine Schulmeister. Glaubst du denn überhaupt, dass etwas Höheres aus ihm werden wird? Gewiss, Mutter. Kein halbes Jahr und er kommt in den Generalstab. Was er im Militärwochenblatt geschrieben hat, Aufsehen gemacht. Und dann noch ein Jahr oder zwei und dann schicken sie ihn nach Petersburg. Und dort heiratet er eine Jusupow oder eine Dolgoruka und die haben alle mindestens 10.000 Seelen und Bergwerke mit Diamanten. Gott, Leo, wenn man dich so hört. Fantasien, Pläne, so warst du schon als kleiner Junge. Mama, wer nichts hat, wer immer in einer Wüste lebt, der kann ohne Fata Morgana und all dergleichen gar nicht existieren. Die Bilder, die so trügerisch und unwirklich vor uns gaukeln, sind doch eigentlich ein Glück. Die Hoffnung ist oft besser als die Erfüllung. Aber trotzdem, du hoffst zu viel und arbeitest zu wenig. Aber ich habe einen heiteren Sinn. Und das ist schließlich besser als alles Arbeiten. Und da denke ich, ich krieg auch noch was. Nun, ich will es dir wünschen. Mama schickt mich zu dir und hat sogar von Abendbrot gesprochen. Tja, Leochen, viel ist es nicht. Na, was denn? Nur eine Bulette von gestern Mittag. Mhm. Und ein paar eingelegte Heringe mit Dill und Gurkenscheiben. Mhm. Und noch ein Edamer. Ich werde gleich hierbleiben und du kannst mir von den Mädchen erzählen. Tja, Leochen, wie soll's gehen? Fräulein
Fräulein Therese, na, da wissen Sie ja Bescheid. Nun, das Sophiechen ist ein Prachtstück und das Manonchen ist immer fidel, das muss wahr sein. Und hält es mit den reichen Bankiers? Und das ist auch klug und weise. Bankiers sind eigentlich die einzigen Menschen, mit denen man noch umgehen sollte. Bloß schade, dass sie fast alle vom alten Bund sind. Ja, Leochen. Und das Manonchen meint, wenn man sowas will, dann darf man nicht viel aussuchen. Sehr vernünftig. Kluges Mädchen. Gefällt mir außerordentlich. Und ist mir auch ganz recht. Ich bin nämlich auch so ein bisschen mit drin. Hab auch angebändelt. Tja, Friederike. Schöne, schwarze Person. Taille. So. Und Augen. Ich sag dir, Friederike, Augen. Die reinen Mandelaugen. Aber alles wie Harem. Kennst du Harem? Ja, natürlich kenne ich Harem. Das ist das, wo die Türken ihre Frauen drin haben. Und keine Fenster als bloß ganz kleine Löcher, wo sie nur mal heimlich rausgucken können. Richtig. Und so wie bei den Türken. Oder doch beinahe so. So sieht meine auch aus. Ja, Leochen. Wird denn das die Familie zugeben? Welche? Meine oder ihre? Na, ich meine die Pockenpools. Das ist mir egal, Friederike. Wenn es nur recht viele sind, sie schon zufrieden und geben alles zu. Ja, ist es denn viel? Ah, das weiß ich selber noch nicht. Na, ich meine, sind Sie denn nun schon eins miteinander? Gott bewahre. Sie weiß eigentlich kein Sterbenswort. Und ich sage das auch bloß alles so, weil einem immer das Messer an der Kehle sitzt und da malt man sich dann sowas aus und tröstet sich und denkt, mal wirst du wohl rauskommen aus diesem Elend. Was ich dir gesagt habe, darüber musst du deinen Mund halten. Nur zu Manon, der kannst du etwas sagen. Die ist ja schon so gut wie mit dabei mit ihren ewigen Bartensteins, wo sie mich auch immer hinhaben will. Der Alte soll übrigens sehr reich sein. Und ich weiß auch noch nicht, was ich tue. Was sagst du nun? Du hast so viel berlinische Ausdrücke, Leo. Und weil man davon nie genug haben kann, studiere ich immer die neuen Litfaßsäulen. Hier zum Beispiel, wer will 300 Mark sparen? Kommt zur goldenen 110, Kleider in allen Größen. Hier, neues Mittel gegen Bandwurm. Ey, Manon, das ist der Wachaufzug. Wenn wir Glück haben, steht der alte Kaiser am Fenster und grüßt. Oder wir können es uns einbilden. Ja. Wenn dies mir gilt, so muss ich es zurückweisen. Wenn es aber wegen Mamas Geburtstag ist, auf deren Wohl wir trinken müssen, so darf es stehen bleiben. Die Ente. Mm. Sieht sehr gut aus, Sophie. Leo, wovon willst du? Keule, wenn ich bitten darf. Okay. Ich finde,
Wer um die Keule bittet, fährt immer am besten. Es macht jedes Mal einen guten Weil bescheiden. Und zweitens lässt einen das Bindestück nicht leicht im Stich. Bitte. Ja. Okay. Unsere lieben Mutter, der Frau Majorin Pogge von Pockenpool, geborene Pütte. Gesegnete Mahlzeit. Gesegnete Mahlzeit. Schmeckt es immer am besten. Kinder, ich glaube beinahe, es ist alles Verstellung. Ihr habt was, ihr seid gar nicht arm. Du bist imstande, dir wirklich sowas einzubilden? Nein, nein. Ich weiß ja Bescheid. Ich dachte nur eben an unseren Onkelgeneral und dass er doch Tag, eigentlich... Tag, Friederike! Guten Tag, Herr General. Lupus in fabula. Onkel Eberhard! Moment, 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 Moment. Sitzen bleiben, meine liebe Albertine. Bringe dir auch Grüße von meiner Frau. Dankeschön. Und dass ich den Leo hier treffe. Junge, du siehst brillant aus. Und wundervoll genäht. An der du dich beteiligen musst. Manonchen. Therese. Und Sophie. Okay. Danke. Meine liebe Albertine, in einem kleinen Haushalt kocht man noch mit Liebe. Mit Liebe, das ist immer die Hauptsache. Du bist immer so gut, Eberhard. Immer der Alte. Aber sage vor allem, was führt dich her? Ich könnte sagen, dein Geburtstag. Doch es ist wohl besser, dass ich gleich mit der Wahrheit herausrücke. Geschäftliches führt mich her. Und da die Reise nun mal nötig war, habe ich mir natürlich diesen Tag ausgesucht, um meiner lieben Frau Schwägerin gratulieren zu können. Aha. Und du wirst bei uns wohnen? Verzeih, Albertine, wenn ich ablehne. Bequemer gelegen ist der Fürstenhof. Aber zusammen sein wollen wir doch. Nun, was machen wir heute? Da wäre vielleicht ein Theater das Beste. Sie geben heute die Quizzos an zwei Stellen. Im Schauspielhaus die richtigen Quizzos und am Moritzplatz die parodierten. Was meinst du zu den Quizzos am Moritzplatz? Nein, Leo, das geht nicht. Sieh, die Pockenpools waren zu Hause so ziemlich dasselbe, was die Quizzos in der Mark waren. Und da meine ich, verlangt es der Chorgeist, dass wir uns eine Parodie der Sache nicht so ganz gemütlich mit ansehen. Die Falschen sind abgelehnt, also die Richtigen im Schauspielhaus, da wollen wir hin. Und hinterher in ein Lokal, um da noch unseren kleinen Schwatz zu haben. Billets werden wir doch wohl kriegen. Meinetwegen auch mit Aufschlag. Wenn man Pockenpool heißt, muss man für einen Kameraden von ehedem was übrig haben. So seid ihr Adligen. Hast recht, Albertine, so sind wir.
Aber es hat nicht viel auf sich damit. Vielleicht kommt es nochmal wieder. Alles viel schneidiger. Nur nicht bei uns. Wir sind nicht mehr dran. Was jetzt so aussieht, ist bloß noch aufflackern. Aber nun, Schlachtplan für heute Abend. Tja, Berlin wird Weltstadt. Es wird auch Seestadt. Sie reden schon von einem großen Hafen. Das Lokal, die Musik, das sind noch so Erinnerungen, wo ich ein blutjunger Leutnant war. So wie Leo jetzt, nur schmalere Gage. Kann ich mir kaum denken, Onkel. Wir wollen das fallen lassen. Sowas wird leicht persönlich und im Persönlichen liegen immer die Keime zu Streitigkeiten. Aber Kunst, Kunst, darüber lässt sich streiten. Kunst ist immer friedlich. Sagt Kinder, was war das eigentlich mit dem Berliner Jargon in dem Stück? Und das alles um 1411 herum. Ich denke mir, der Dichter, ein Mann von Familie, wird doch wohl dazu seine Studien gemacht haben. Ach Kind, das Berlinische, das da gesprochen wird, ist noch keine 100 Jahre alt und manches noch keine 20. Am besten hat mir die polnische Gräfin Barbara gefallen. Eine schöne Person. Und dieser Dietrich von Quitzow muss der verwöhnt gewesen sein, eine solche polnische Königstochter so abfallen zu lassen. Na, sicher war da ein Haken. Ein Haken? Welcher Onkel? Manochen, das ist nichts für junge Damen. Und hier so öffentlich. Dann sag es mir ins Ohr. Geht auch nicht. Sieh, das sind so Finessen, auf die man warten muss, bis man sie zufällig mal aufpickt. Nach welchem eleganten jungen Herrn Leo da drüben beständig hinüberlongiert. Lieber Onkel, erlaube mir, dass ich dir Herrn von Klessentin vorstelle. Alter Kamerad von mir noch von den Kadetten hier. Meine drei Schwestern. Wollen Sie nicht bei uns einrücken? Zu Befehl, Herr General. Ich möchte beinahe wetten, Sie links im Theaterparkett bemerkt zu haben. Sechste oder siebte Reihe. Ich bedauere, Herr General, ich war dem Aktionsfeld um ein Gutteil mehr. Ach, weiter vor? Ja, Herr General, auf der Bühne selbst. Da hat man Sie zu beglückwünschen, Herr von Klessentin. Man kann seinem König an jeder Stelle dienen. Nur auf die Treue des Dienstes kommt es an. Ich bin Ihrem Namen nicht begegnet. Ja, vielen Dank, Herr General. Auf dem Zettel heiße ich einfach Herr Manfred, nach meinem Vornamen. Das ist zur Sitte. Manfred ist mein Nom de guerre. Vorzüglich. Ein von Klessentin tritt aus der Armee und wird Schauspieler. Und im selben Augenblick, wo er dem Kriegshandwerk entsagt, kriegt er einen Nom de guerre. Verzeihen Sie meine Neugier. In welchem Rollenfach hat man Sie eigentlich zu suchen? In keinem Rollenfach, Herr General. Sie greifen um etliche Stufen zu hoch. Es gibt allerdings auch ein paar Ausnahmefälle. So zum Beispiel heute Abend, wo ich mich als Quitzowscher Bannerträger von dem eigentlichen Gros um ein geringes abheben durfte. Im Ganzen aber dürfen mich der Herr General immer nur da suchen, wo Sie Gruppen oder Rubriken finden. Zum Beispiel erster Bürger. Zweiter Mörder. Dritter Pappenheim. So sind mir die Würfel gefallen. Ja, sehr interessant, mein lieber Herr von Klessentin. Nun müssen Sie noch ein paar andere Ihrer Paradepferde nennen. Meine Begabung liegt nach der Seite des Grotesken hin. Ich hatte meine kleinen Triumphe im Sommernachtstraum.
die ganze Reihe der Falstaffschen Rekruten, also des sogenannten Kanonenfutters, habe ich durchgespielt. Beim Publikum aber habe ich bisher in der Rolle des Bullkalb am meisten angesprochen. Und wir erleben es auch noch, dass wir auf dem Theaterzettel lesen, Leo. Was? Herr Leo, ich meine, man muss nur berühmt sein. Auf welchem Gebiet ist eigentlich ganz gleich. Das ist dann der Grundsatz jenes auch berühmt gewordenen, der den Tempel zu Korinth anzündete. Ephesus, Korinth, da waren die Kraniche. Das ist gleich, Tempel ist Tempel. Im Übrigen verzeih, Onkel, wenn ich dir vorgreifend an unseren Aufbruch mahne. Versteht sich, versteht sich. Bemächtige dich doch bitte des Kellners und bringe alles ins Klare. Herr von Klessentin, Sie begleiten uns vielleicht eine Strecke. Eine große Ehre, Herr General. Noch auf. Die gnädige Frau hat sich gleich nach 9 Uhr zu Bett gelegt. Aber sie liegt bloß, sie schläft noch nicht. Aber Kinder, so spät. Nachtschlafende Zeit. Ich dachte, es wäre was passiert. Ist auch, Mama. Na, das mag was Schönes sein. Ihr seid ja runde 6 Stunden weg gewesen. Und ein wahres Glück, dass ich Friederike habe, mit der ich mich aussprechen kann. Was du wohl auch redlich getan hast. Du machst dich immer so vertraulich mit ihr, mehr als eine Herrschaft wohl eigentlich sollte. Was meine vornehme Therese nicht alles weiß und meint. Aber nun will ich dir auch sagen, was ich meine. Ich meine, dass solch schlichte Treue das Allerschönste ist. Das Schönste für den, der sie gibt, und das Schönste für den, der sie empfängt. Die Liebe der Kinder, auch wenn es gute Kinder sind, die hat keine Dauer. Die denken an sich und ich will es auch nicht tadeln und nicht anders haben, aber solch altes Hausinventar wie Friederike, die will nichts als helfen und beistehen und fordert weiter nichts, als dass man mal Danke sagt. Und ich sage dir, Therese, da steckt ein gut Teil Christentum drin. Ja. Das glaubst du immer, Mutter. Nein, das glaube ich nicht, das weiß ich. Aber wir wollen das lassen. Leo soll lieber erzählen, wie alles war. Ja, Mama, wenn ich davon erzählen soll, so kann ich dies nur nach einer Disposition dreigeteilt, also wie eine Predigt. Bitte, Leo. Erster Teil, Onkel und die Quizzos. Zweiter Teil, Onkel und Herr Manfred. Manfred ist nämlich mein Kadettenfreund Klessentin. Aber davon können ja am Ende die Mädchen erzählen. Dritter Teil, Onkel Eberhard und der 100-Mark-Schein. Und noch dazu ein ganz neuer. Ja, Mama, das war ein großer Moment. Er existiert zwar nicht mehr als Ganzes, aber doch immer noch in sehr respektablen Überresten. Ich will wissen, wie viel ich von meinem Vermögen hier lassen soll. Jede Summe ist mir recht. Ich will auch keine Rückzahlung, keine Zinsen. Ich will nur einmal diesen Zustand voll und rein genießen. Nun, ich nehme es für genossen an. Leo. Und nun gute Nacht. Gute Nacht, Mama.
Manon kann dir doch beim Packen behilflich sein. Gute Nacht. Und wir nehmen gleich Abschied. Komme morgen früh nicht an mein Bett. Und bringe Wendelin meine Grüße. Und es wäre hübsch von ihm gewesen, dass er dir diese Reise gegönnt. Und nun gute Nacht, mein Junge. Leb wohl, Mama. Leo? Ich muss noch ein paar Worte mit dir sprechen. Oh, das klingt ja ganz ernsthaft. Ist es sowas? Ja, es ist sowas. Du weißt, dass ich in diesen delikaten Liebes- und Finanzsachen nicht wie Therese denke. Sie hält die Pockenpools für einen Pfeiler der Gesellschaft, für eine staatliche Säule. Was natürlich lächerlich ist. Aber du deinerseits hast umgekehrt eine Neigung, zu wenig auf unseren alten Namen zu geben. Kann ich zugeben, Manon. Aber wer hat heutzutage nicht einen Namen? Peer Soap, Blukas Kakao, Malzextrakt von Johann Hoff. Rittertum und Heldenschaft stehen dabei weit zurück. Ich habe nichts dagegen, Leo, dass du genau rechnest. Aber ich fürchte, du rechnest nicht an der richtigen Stelle. Flora ist ein kluges und schönes Mädchen, dazu meine Freundin. Und reich ist sie nun schon ganz gewiss. Ich bitte dich, Leo, was soll das in deiner Garnison? Wie heißt sie denn eigentlich? Esther. Nun, das ginge. Viele Engländerinnen heißen so. Und ihr Vaters Name? Blumenthal. Am Ende mag auch das hingehen. Wenn es heißt, Frau Oberst von Pockenpool ist eine Blumenthal, so hält sie jeder für eine Enkelin des Feldmarschalls. Bravo, Manon. Also deine Bedenken zerrinnen. Doch nicht ganz. Ich mühe mich einfach aus Esther und Blumenthal das Beste zu machen. Aber wenn es irgend sein kann, bleib im Lande und nähre dich redlich. Esther, sie kann, wie sie auch sei, an Flora Bartenstein nicht heranreichen. Ich will es mir überlegen. Vorläufig finde ich es geradezu entzückend, so gleichsam die Wahl zu haben. Am liebsten, freilich, blieb ich noch eine Weile, was ich bin. Ein Junggeselle steht doch oben an. Richtigen preußischen Taler. Tja, Friederike, die Tage sind verschieden, wenn es nach mir ginge. Nee. Wenn es nach mir ginge, schenke ich dir lauter Goldstücke. Friedrichstraßenbahnhof.
Ach, Eberhard, du meinst es gut und hast immer ein freundliches Wort, aber mit mir ist Spiel und Tanz vorbei. Nicht vorbei, Albertine. Immer noch eine propere Frau. Was sind Jahre? Man hat immer das Spiel in der Hand und ist gerade so jung, wie man sein will. Eberhard, du bist immer noch derselbe. Und Leo wird auch so. Mein Mann, dein Bruder Alfred, war immer ernst, was wohl an den Verhältnissen liegen mochte. Und ich will mir nur wünschen, dass sein Lebensweg, ich meine Leos, auch so wird wie der deine. Dasselbe Glück. Ich sprich nicht vom Glück, Albertine. Selbst ist der Mann. Aber nein, nein, ich will dies nicht gesagt haben. Ich habe Glück gehabt. Erst im Dienst, natürlich immer meine Schuldigkeit getan. Aber schließlich kein Moltke. Gott sei Dank übrigens, dass es davon so wenige gibt. Sie fräßen sich untereinander auf und wenn es zum Klappen käme, hätten wir keinen. Einer ist schon immer das Beste. Da gibt es keine Konkurrenz. Und kein Neid. Wo sind die Mädchen? Ausgeflogen. Und ich habe es unternommen, sie bei dem gütigen Onkel zu entschuldigen. So gern ich die Mädchen alle drei noch mal gesehen hätte, so passt es mir auch wieder, dass sie nicht da sind. Ich will nämlich eine nach Adamsdorf mitnehmen. Meine Frau hat den Wunsch ausgesprochen und ist nur noch die Frage, natürlich deine Zustimmung vorausgesetzt. Welche? Nun, da denke ich mir, Therese, sie war schon vorletzten Sommer mit deiner Frau in Piemont. Ich will offen zu dir sprechen. Therese ist ein vortreffliches Mädchen und eine Dame, aber sie hat von der Dame mehr, als meiner Frau lieb ist. Von Manon würde ich mich nicht gern trennen. Ach, Manon ist Nesthäkchen und muss bei dir bleiben. Meine Frau hat sich für Sophie entschieden. Die hat ihr sehr gefallen. Ihr Leben ist immer Arbeit gewesen. Und sie hält eigentlich alles zusammen. Also, Sophie. Sie malt so gut und soll uns das Poggenpulsche Wappen neben dem Leisewitzschen malen. Und dann ist sie so musikalisch. In der Dämmerstunde zuhören, wenn ein Schubertsches Lied gespielt wird. Darauf freuen wir uns. Und wann denkst du, dass sie reisen soll? Gleich heute mit mir. Sie soll mit ihrem Koffer in mein Hotelzimmer kommen. Am besten allein. Abschiede verwirren. Küsse sind lächerlich. Wir sind noch heute Abend in Adamsdorf. Dein Auftrag, liebster Onkel. Die Dorfkirche auszumalen macht mir große Freude. Ich bin jetzt bei der Sündflut, die ja, wenn man will, auch ins Landschaftliche fällt. Und aus der Sündflut soll nicht wie gewöhnlich nur der Berg Ararat mit der Arche herausragen. Du malst einen zweiten Berg. Und auf diesem steht die Dorfkirche von Adamsdorf und die ist protestantisch. Und wenn sich die Katholiken darüber ärgern, können sie sich ihre Kirche ja auch malen lassen. Man kann darüber lachen. Aber es ist doch immer eine kleine Schöpfung. Wie gefällt dir das? Ich kann mir nicht denken, dass Gott die Welt aus Verdrießlichkeit geschaffen hat. Aber mancher sieht doch so aus, Onkel. Ja, Viehchen, du hast recht. Das ist ein fataler Zug jetzt bei den Menschen. Dass sie den Ausnahmefall zur Regel machen wollen. Und wenn sie sich dabei nur was Hübsches aussuchten, aber nein, was recht Hässliches muss es sein. Hm.
schön. Dieser herrliche Park bietet so schöne Motive. Nach der Kirche muss ich ihn malen. Liebste Sophie, ich möchte dich gerne über Dinge, die ziemlich kompliziert sind, aufklären. Ich bin aus einer einfachen bürgerlichen Familie, die es zu Reichtum brachte. Da heiratete mich mein erster Mann, der damals nichts besaß, und kaufte sich Schloss Adamsdorf. Die Rollen waren bald gewechselt. Mein Geld ging verloren. Und wir hätten Adamsdorf wieder aufgeben müssen. Wenn nicht mein Mann durch Todesfälle ganz unerwartet ein ziemlich bedeutendes Vermögen geerbt hätte. Von allem, was du siehst, haben wir nur Nießbrauch. Schloss, Gut, Vermögen. Alles fällt an die Familie meines ersten Mannes, die Leisewitz, zurück. Zum Sedanstag halten. Nach 3 Stunden. Dann fängt mein Leben erst wieder an. Vielleicht auch wieder mein Appetit. Wenn ich nun wirklich stecken bleibe. Ach, die Einleitung habe ich ganz intus. Ich sage dann bloß, und so möchte ich Sie denn fragen, Sie alle, die Sie hier versammelt sind, sind wir Preußen? Ich bin mir Ihrer Antwort sicher und in diesem Sinne fordere ich Sie auf. Und dann das Hoch. Ach, Unsinn! General Poggenpohl! Heute Mittag ist Onkel Eberhard gestorben. Dass ihr kommt, nehme ich als sicher an. Die Tante wünscht es dringend und ich glaube, wir müssen ihre Wünsche respektieren. Das Beigeschlossene, 1000 Mark, bittet sie freundlichst aus ihrer Hand annehmen zu wollen und hofft, dass es ausreichen werde, die Reise sowie alles Übrige zu bestreiten. Deine Sophie? Wie oft willst du das noch lesen, Mama? Fahren werden wir ganz bestimmt. Er war doch ein herrlicher Mann. Ja, das war er. Und sein Andenken sei gesegnet. Aus meinem Herzen kann sein Bild nie wieder schwinden. Liebe Frau Majorin, ich muss noch etwas richtigstellen zwischen uns. Etwas Geschäftliches. Und ich denke, Sie werden mir zustimmen in dem, was ich vorzuschlagen habe. Das werde ich gewiss. Ich darf es sagen, ohne dass ich weiß, um was es sich handelt. Sie wissen durch Sophie, die mir die Ausplauderei nachträglich gebeichtet, wie die Besitzverhältnisse liegen.
Ich habe über ein bescheidenes Privatvermögen freie Bestimmung. Und ehe Sie Adamsdorf verlassen, sollen Sie hören, wie ich darüber verfügt habe. Die Summe selbst beträgt etwa 17.000 Taler. Sie werden davon vom 1. Oktober an die vierteljährlichen Zinsen empfangen, sodass sich Ihre Jahreseinnahmen um etwa 600 Taler verbessern werden. Ich habe vor, an Wendelin 1.000 Taler zu schicken, an Leo 500. Für meine teure Sophie behalte ich mir noch Sonderbestimmungen vor. Ich bin glücklicher als Sie. Das sind Sie, gnädige Frau. Glücklich machen ist das höchste Glück. Es war mir nicht beschieden. Aber auch dankbar empfangen können, das ist ein Glück. Na, leben tust du ja noch. Hast du auch nicht zu sehr gespart? Ach, gnädige Frau, ich gedeihe schon. Aber nun bringe uns Kaffee. Eigentlich ist es doch ganz hübsch bei euch. Du könntest sagen, bei uns. Ja, gewiss. Gewiss, ich gehöre doch zu euch. Es ist nur die lange Zeit. Und dann soll ich ja auch wieder zurück. Und willst du auch gern? Ich bin gern in Adamsdorf. Und gern bei der Tante. Wer wäre es nicht? Der Park und die Gruft? Darin nun der General, unser Onkel Ruth und der Tante, der ich viel abbitten muss. Ich hielt sie für befangen in Bürgerlichkeit, aber sie hat ganz die Formen der vornehmen Welt. Es ist schade, dass sich dieser Umwandlungsprozess so selten vollzieht. Ach, meine liebe Tochter, was du da widersprichst. Ich habe dich nicht kränken wollen, Mama. Weiß ich. Und es kränkt mich auch nicht. Ich hatte auch mal mein Selbstgefühl und meinen Stolz. Aber all das hat das Leben zerrieben und mich mürbe gemacht. Mit der Tante, ja, da hast du recht, das ist eine vorzügliche Frau. Und wenn du es so haben willst, auch eine adelige Frau. Das alles hätte das Leben auch aus mir machen können. Es hat es nur nicht gewollt. Ich habe nur Sorgen und Entbehren gelernt. Das ist meine Schule gewesen. Viel Vornehmes ist dabei nicht herausgekommen, nur Demut. Die Demut, wenn sie recht und echt ist, ist vielleicht auch eine Eigenschaft, die sich unter dem Adel sehen lassen kann. Das kannst du nicht verantworten, Therese. Verzeih, Mama. Es kann sein, dass ich Unrecht habe. Guten
Es muss nun doch vieles anders werden mit uns. Und auch mit dir, Manon. Du bist, mein lieber Schelm, am weitesten ab vom rechten Weg. Wie denkst du nun eigentlich hinsichtlich deiner Zukunft? Zukunft? Ach, du meinst heiraten? Aber zunächst meine ich hinsichtlich deines Umgangs. Deines gesellschaftlichen Verkehrs. Wie denkst du darüber? Nun, gerade so wie früher. Mein Verkehr bleibt, wie er ist. Das solltest du dir doch überlegen. Überlegen. Ich bitte dich. Also, alles beim Alten. Ja. Und nun gar heiraten. So dumme Gedanken dürfen wir doch nicht haben. Wir bleiben eben arme Mädchen. Aber Mama wird besser verpflegt werden. Und Leo braucht nicht nach dem Äquator. Denn ich denke mir, seine Schulden werden wohl jetzt bezahlt werden können. Auch ohne Blumenthals. Und selbst ohne Flora. Und so leben wir glücklich und zufrieden weiter, bis Leo und Wendelin etwas Ordentliches geworden sind und wir wieder ein paar andere Größen haben als den Sorschen und Hochkircher.